Leute und willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Ich bin Luna und heute zeige ich euch mal meinen Tagesablauf. Also, ja. Ich würde sagen, ich starte dann gleich mal, aber jetzt muss ich noch kurz warten, bis es dann halt dunkel wird, weil ja, ich will jetzt noch nicht starten. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, also, ich schlafe dann auf jeden Fall noch. Sagen wir haben mal Winter, weil, ja, wenn ich jetzt früh anfange, wenn es eigentlich schon in der Adopt Me hell ist, dann, weiß ich nicht, dann, wenn ich nach Hause komme, wäre es ja dann schon dunkel. Ja, dann schlafe ich halt hier. Und dann stehe ich so langsam auf. Und natürlich hat mich mein Wecker wieder geärgert und ich fliege natürlich direkt aus dem Bett. Wow. Dann schleiche ich mich nach unten. Also Leute, mein Zimmer ist tatsächlich oben. Denn wir haben ein zweistöckiges Haus. Ich wohne übrigens in einem Haus, ja nicht in einer Wohnung. Dann gehe ich ins Badezimmer. Putz mir die Zähne. Und dann ziehe ich mich halt um. Und so. Ja, dann ist es mittlerweile schon fast Zeit, zum Bus zu gehen. Weil Leute, ich wohne in einem Dorf. Das heißt, ich muss mit dem Bus zur Schule fahren. Also nicht wundern, frühstücken tue ich tatsächlich nicht. Also ja. Dann gehe ich oftmals noch mal kurz in mein Zimmer und so und schaue noch mal in meine Mappe. Also das mache ich halt nicht immer, aber manchmal manchmal steht meine Mappe nämlich noch in meinem Zimmer, lustigerweise. Dann schaue ich halt noch mal, ob alles in meiner Mappe ist und dann nehme ich sie halt drunter. Okay, über unser Haus ist gerade ein riesiger Storch geflogen. Denn ich habe ein Dachfenster. Das heißt, das Fenster ist so leicht schräg. Also es ist schräg, also ja. Dann gehe ich so langsam zum Bus. Und ja. Dann laufe ich so 2 Minuten zur Bushaltestelle ungefähr. So sagen wir mal, hier ist die Bushaltestelle. So. Wow. Dann dann warte ich hier halt so eine Weile auf den Bus. Und je nachdem, wann der Bus kommt, also unser Bus kommt 6.53 Uhr ungefähr. Ups, nein, das mache ich nicht. Okay, dann kommt so ziemlich der Bus und dann fahre ich halt in die Schule und nehmen wir mal an, heute wäre Montag, tatsächlich ist morgen Montag, ja. So. Dann gehe ich halt in die Schule rein. Dann haben wir 2 Stunden Deutsch. Also ich habe immer 6 Stunden, also jeden Tag, außer Freitag. Da ausnahmsweise nicht. So, dann habe ich hier 2 Stunden Deutsch. Dann 2 Stunden Mathe. Ja gut. Ja, Mann, jetzt brauche ich einen anderen Raum. Okay, gehe ich mal in den Computerraum, egal. Leute, normalerweise habe ich am Montag nur 4 Stunden, aber ich mache Sorbisch, deswegen habe ich 6 Stunden. Das schon seit der ersten Klasse. Das heißt, ich habe nur einen Tag in der Woche 4 Stunden. Das ist mir aber auch Wurst, weil also ich mag Sorbisch sehr, sehr doll und so. Also, ja. So, dann habe ich halt Schule fertig. So und so. Ja. So, dann ist halt Schule zu Ende. Und dann warte ich halt auf dem Schulhof auf den Bus, weil, ja, ich habe halt, ja, ich kann halt nicht immer abgeholt werden von der Schule, deswegen fahre ich sehr, sehr oft mit dem Bus. Dann warte ich halt wieder ein bisschen. Am Montag sind halt nur 5. und 6. Klässler noch beim Bus, ja. Das heißt, ich habe niemanden, mit dem ich noch quatschen kann, aber, ja, ich renne dann immer noch ein bisschen über den Schulhof, weil, ja, gut.
Dann kommt auch schon der Bus nach so circa 20 Minuten. Also ich muss immer sehr, sehr lange warten, bis der Bus kommt. Das geht mir so richtig auf die Nerven, weil ja, wenn ihr so, also ich weiß ja nicht, ob ihr mit dem Bus zur Schule fahren müsst. Also wenn ja, fährt euer Bus sehr, sehr lange und müsst ihr lange warten. Also es gibt Kinder, ja, die müssen vielleicht so 2 Stunden so ungefähr mit dem Bus fahren, ja. Aber mir, das hat richtig auf die Nerven, dass unser Bus, doch, der hat immer Verspätung. Immer. So, und dann, ja, verpasst. Ich habe die Bushaltestelle verpasst. So, egal, egal. So, dann gehe ich halt wieder nach Hause. Und dann bin dann oftmals alleine zu Hause. Dann drehe ich oftmals mein Video, lade es aber nicht hoch, weil ich bin zu faul, das zu bearbeiten. Deswegen haben auch so selten Videos. Also, ja, so selten ist es jetzt auch nicht. So, wenn ich dann mein Video gedreht habe, ist dann oftmals schon meine Mutter von der Arbeit da. Dann gehe ich halt raus. So, ich gehe jetzt einfach mal zum Pool. Sagen wir, da ist draußen. Natürlich haben wir keinen Pool. Dann spiele ich oftmals mit meiner Schwester Fange oder so. Ja. Dann ist dann irgendwann Abendbrot und ich gehe in die Küche Abendbrot essen. Ja, wow. Ja, gut, das ist jetzt nicht. Okay, dieser Tagesablauf ist irgendwie komisch. Ja, dann gibt es halt Abendbrot. So, wenn ich dann halt gegessen habe, gehe ich halt dann ins Badezimmer. Und der Abend finde ich mit am schönsten, weil ja, ich kann nicht ja gleich sagen, was ich da mache. So, dann wasche ich mich wieder. Also, Leute, ich wasche mich eigentlich nur. Also, ja. Ich gehe mich kaum duschen und so. Oder, naja, am Wochenende gehe ich immer baden. Also. Ja, wer geht bitte jeden Tag baden? Zähne putzen tue ich dann halt erst später und so. Dann gehe ich halt in mein Zimmer. Leider habe ich jetzt keinen PC oder so, weil ja, ich spiele ja am Tablet, aber ich habe nicht mal mehr einen PC und so. Gut, sagen wir mal, hier ist jetzt, ja gut. Gut. Laptop. So. Boah. So, ich stelle jetzt mal auf mein Bett. Normalerweise sitze ich an meinem Schreibtisch. Ich habe ja auch schon mal mein Zimmer nachgebaut. Hat aber nicht so blendend geklappt. Ja, gut. Gut, dann halt wieder da hoch. Wow. Es klappt ja wieder so super. So. Dann spiele ich halt ein bisschen und dann rufe mich oft mal, also dann rufe mich oft mal meine BFF an, dann rufe ich noch meine BF an, also meine, dann spiele ich jetzt zu dritt Murder Mystery 2, weil es macht mir halt immer besonders viel Spaß mit meinen Freundinnen, dann rede ich vielleicht noch mal mit denen über die Schule oder so, also wir sind zwar nicht auf derselben Schule, aber das ist egal. Wie es halt so war oder so, oder was uns bedrückt, darüber reden wir auch manchmal. Dann rede ich mit denen auch manchmal noch über YouTube oder über neue Updates und so. Es macht mir halt immer sehr, sehr doll Spaß, mit meinen Freundinnen halt am Abend nochmal so ein bisschen zu spielen. Ja, dann spiele ich halt noch eine Weile. Ja. Ich telefoniere eigentlich jeden Abend mit meinen Freundinnen. Nee, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich muss dann so ziemlich auch ausmachen. Ja, gut. Ja. Und dann spielen wir noch ein paar Runden MM2. Oftmals streiten wir uns dann. Also in Mystery 2, dann streiten wir uns oftmals, weil derjenige gewonnen hat und so und weil das Hacker war, was weiß ich. Ja, so in der Art. Deswegen spielen wir, also wir spielen eigentlich jeden Abend MM2, aber manchmal geht es uns auch richtig auf den Senkel. Also ja, dann spielen wir halt noch ein bisschen und so und dann mache ich mein Tablet aus. Manchmal gehe ich dann auch mal raus zu meinem kleinen Kater. Ich gehe jetzt einfach mal in den Pet Room und hole mal meine. Why? Ja, gut. Dann wirst du jetzt Krümel heißen, weil Leute, ich habe eine kleine Katze, die heißt Krümel. Die ist nicht grau, aber ja.
So. Krümel. Dann lege ich meine Katze oftmals dann auf ihre Decke. Manchmal kann sie auch in ihren Korb. Also oftmals lege ich sie aber auf die Decke oder ja. Und dann sagt meine Mutter halt immer zu mir, ja, du gehst jetzt auch ins Bett, weil ja, ich habe halt am nächsten Tag wieder Schule. Und dann lege ich mich halt auch schlafen und ja, am nächsten Morgen lege ich dann halt direkt wieder meinen Wecker. Und ich denke mir so, noch 5 Minuten und dann gucke ich so jede einzelne Sekunde auf den Wecker. Und dann denke ich mir so, wenn die 5 Minuten vorbei sind, boah Mädel, warum hast du jetzt so lange auf den Wecker geguckt? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Du hättest da, als du das erste Mal wach warst, aufstehen können. Ja, wow. Leute, schaut mal. Ist das schon immer so? Hi. Okay. Okay, ist jetzt auch egal. Achso, ja, okay, ja, gut. Okay. Ja. Ich würde sagen, das war's jetzt auch mit dem Video und ja. Ciao!